Zurück bei Dragon Quest Builders. Haben wir hier eine Verteidigung, haben hier Bäume, haben hier Aufgaben, Aufgaben und Aufgaben und ja. Reden mit Barbarella. Potztausend, du hast die tanzenden Flammen klein gekriegt und die Flammenkugeln eingesammelt. Die Knirschgeschosse, die du erfunden hast, müssen ja ziemlich stark sein. Na dann, mal sehen, ob wir die Kraft der Geschosse nicht mit der Kraft der Kugeln kombinieren können. Dann bauen wir daraus eine Waffe, die diesen Mark Malefiz das Fürchten lehrt. Der Mark Malefiz ist ein Monster, das ganz aus Lava besteht. Alles, was ich von dem an der Oberfläche je gesehen habe, ist eine riesige brennende Hand. Wenn wir nur rauskriegen, wie wir die Mächte von Feuer und Eis zusammenbringen, dann können wir eine Waffe bauen, die diesen Mark Malefiz dazu bringen wird, die Hand hochzuhalten. Danke, dass du diese Kugeln besorgt hast, Troplay. Ich werde sie mir gründlich ansehen und den Plan ausbrüten. Okay. So, Habe ich hier zwei Aufgaben. Jetzt kriegen wir es mal hier hin. Meine Güte, meine Güte. Ach du liebe Güte. Ach, Troplay, genau der Richtige, um meiner Leidensgeschichte zu lauschen. Meine zukünftige Braut, eine liebreizende junge Dame namens Cecilia, ist in Gallenholm zurückgeblieben. Wir waren zusammen aufgebrochen, um nach der Quelle der Lichtsäule zu suchen, weil wir wurden in einen Schneesturm voneinander getrennt. Ich sehne mich so sehr danach, wieder bei meiner Liebsten zu sein, aber ich fürchte, das ist unmöglich. Schließlich ist dieses Versteck voller fliegelhafter Kraftprotzer kein Ort für eine zierliche Blümlein wie sie. Wie bitte? Du bist der Ansicht, dass Cecilia lieber inmitten einer Meute von Muskelmännern leben würde, als alleine im Schneefeld zu sterben? Von dieser Seite hätte ich es gar nicht betrachtet. Nun gut. Mein Entschluss steht fest. Ich flehe dich an, Troplay. Begib dich nach Gallenholm und bring mir meine zukünftige Braut zurück. Ach, und ein paar von diesen muskelbepackten Kerlen könntest du auch mitnehmen. Die werden sicher bestimmt sehr nützlich sein. So. Ja, ich will dich mitnehmen. Hä? Nein, du sollst mit. Genau, mitkommen. So, und da ist der letzte. Gut, da habe ich sie alle drei. Und wo ist jetzt Barbarella da? So, ich habe Leo Gallis Notizen durchgeackert, um herauszufinden, wie wir eine Waffe bauen können, die mächtig genug ist, um den Mark Malefiz zu schlagen. Aber die Jungs, die Göttin segne sie, stören andauernd meine Konzentration. Immer heißt es, hey Barbarella, kannst du mich mal spotten? Oder hey Barbarella, sehen meine Muckis schlapp aus? Ich war noch nie besonders gut darin, über Sachen nachzudenken, aber wenn die Jungs ständig was wollen, kann ich gar keinen klaren Gedanken fassen. Deshalb brauche ich ein eigenes Zimmer, einen Ort, wo ich mich auf Forschung konzentrieren kann, ohne dass die Jungs mir die ganze Zeit ein Ohr abkauen. Ich bitte dich nur ungern schon wieder um einen Gefallen, aber wenn ich da bin, da ich bald eine Lösung finde, werden wir es nie schaffen, die ultimative Waffe zu bauen. Hier, ich habe dir eine Skizze gezeichnet. So stelle ich mir das Ganze vor. Wenn du mir so eine Bude herrichten könntest, wäre ich die glücklichste Frau auf der ganzen Welt. Natürlich werde ich mein Ergebnis auch irgendwo niederschreiben müssen. Was meinst du, Troplay? Kannst du mir da aushelfen? Oh, ich lerne, wie man ein Buch herstellt. Gut, so, dann wollen wir jetzt mal diese liebe, nette Dame hier, die liebreizende Dame, befreien. So. In der Richtung. Oh, ernsthaft? Na komm, mach den platt. Oh, ich... Gibt's doch nicht. Oh, ist klar. Nervenbold. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei stehen geblieben, dass ich hier ganz dringend mich hochheilen sollte. So, da hinten hatten wir dann... Ja, hier haben wir ja diese ganzen schönen Sachen. Weil wir hier lagern können. Und her mit dem Blümchen.
Entweder in die Richtung oder in die Richtung. Da habe ich halt den großen, ne? Den könnte ich jetzt erstmal angreifen und platt machen. Ich glaube, das lohnt sich sogar. Moment, hier ist ein Schild. Folge den Tal nach Norden, zum gefrorenen See. Okay. Hast du einen Fehmarn gefehlen, Memph? Der ist brillant. Fiet genau vor auf Vivu. Hm. Vielleicht ist er zu groß geworden. Oder vielleicht bist du zu klein. Ja. So, hier haben wir den großen. Den will ich jetzt mal herausfordern. Den will ich jetzt rauskitzeln. Ich hoffe, er bringt jetzt keine Freunde mit. Wow. Na komm. Wow. 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 Oh. Der hat es ganz schön drauf. Nee, da brauche ich stärkere Leute. Das wird so nix. Der hat's drauf. Der ist stark. Ich habe keinen Bedarf an dir. Das heißt, wir gehen jetzt hier ganz normal da lang und dann... Was, der ist böse? Nee. Was? Ich habe irgendwas bekommen und kann jetzt ein breites Bett herstellen. Nähsträuchvorleger. Okay. Oh, hier ist schon wieder Akku. Ach, von dir. Das ist das Haus. Der... Oh, verdammt. Das ist der nächste. Gieß mir hier auf die... So. Es ist so kalt. Ja, mir ist auch kalt. Oh, jetzt komm, ernsthaft. Nein, 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 nein. Und bis, Jungs. Danke. Halt dich fern. Es ist zu gefährlich. Oh, shit. Ich bleib hier etwas versteckt. Da sollte mir nichts passieren. So. Die haben es doch echt drauf. So. So, schön hier ein bisschen heilen. Oh, verdammt. Ach nö, da ist noch einer dazugekommen. Oh. Okay, den haben wir auch.
Ui, das war noch knapper. Energietechnisch wird es jetzt echt knapp. Hornhasensteak. Lebrige Kekse, damit heile ich mich auch hoch. Die Monster wurden besiegt, aber ich auch gleich. So. Wow, ich brauche dringend eine bessere Waffe. Danke, 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 dass du mich vor den Monstern gerettet hast. Mein Freund Barduin und ich sind vor einigen Tagen aufgebrochen, um der Ursache dieser Lichtsäule auf den Grund zu gehen, die wir in der Ferne sahen. Aber wir wurden von einem Schneesturm voneinander getrennt und als dieser abflaute, war er weg. Müssen die jetzt echt hier so in der Luft stehen bleiben? Naja. du kennst Barduin. Er hat dich hergeschickt, um nach seiner zukünftigen Braut zu suchen. Da muss ein Irrtum vorliegen. Barduin und ich sind lediglich alte Freunde. Trotzdem bin ich dir für deine Hilfe sehr dankbar. Ich bin Cecilia. Ich kann es kaum erwarten, deinen Unterschlupf zu sehen. So. Schnell hier weg. Bevor jetzt hier noch mehr Gegner kommen. Nein. Jetzt ganz schnell hier weg. Muss jetzt dringend echt erstmal was zu essen machen. Sehe gar nicht, wo ich hin muss. In der Dunkelheit ist das hier echt gefährlich. So. Oh. Hier überall diese Yetis, ey. Okay, die verlassen die Gruppe. Und wir haben es geschafft. Und da sind sie auch schon. Danke. Kann ich mich jetzt schnell schlafen legen? Hihi, während ihr die ablenkt. Oh, wie knapp. So, wieder voll Energie. Hunger ist zwar noch nicht ganz gegessen, aber egal. So, wo ist er denn? Ach, er kommt ja erst raus. Barduin. Na komm, runter. Es geht ja schon wieder ins... Was geht hier alle immer in dieses blöde Bad? Danke, Trouble, danke. Du hast Cecilia gerettet, meine geliebte zukünftige Braut. Wir waren gerade in Gallenholm unterwegs, als ein schrecklicher Schneesturm aufzog. Ich nahm ihre Hand, dass wir nicht getrennt würden. Du kannst dir meine Überraschung vorstellen, als der Sturm abflaut und ich feststellen musste, dass meine Hand die Pfote eines Schneesträuches umklammerten. Ach, meine liebstes Herzchen, meine zukünftige Braut, wie froh bin ich, dich wiederzusehen. Wie bitte, Cici hat dir gesagt, dass wir nur Freunde seien? Nichts weiter? Ah, mein lieber Trouble, du verstehst wohl gar nichts von schöneren Geschlecht. Ich versichere dir, das ist lediglich weibliche Bescheidenheit. Aber lassen wir das. Ich danke dir aus tiefstem Herzen dafür, dass du meine zukünftige Braut gerettet hast. Unter diesen ungehobelten und rübelhaften Kraftprotzen leben zu müssen, wird mit Sicherheit ihr damenhaftes Zartgefühl verletzen. Doch sei bitte versichert, dass ich sie bis zu meinem allerletzten Atemzug vor diesen Schurken verteidigen werde. Wo warst du dann, als ich da draußen unterwegs war? Hä? 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 Genau, du warst nicht da. Man muss für eine Frau da sein, so. Gut, das haben wir erledigt. Jetzt kann ich erstmal den Bauplan rausholen. So, wo haben wir es denn? Tabarellas Bauplan. Ja, sonst noch irgendwelche Wünsche, Barbarella? Nein? Keine? Gut, dann ist ja in Ordnung. So, gehen wir mal hier hin. Noch viel mehr. Genug Platz. Ernsthaft. So, Bauplan betrachten. Oh, was? Sonst keine weiteren Wünsche? Mann, ey. Oh.
Machen wir doch lieber so. Nein. Oh Mann. Das hasse ich immer, wenn sowas dann passiert. So. Gut. Aber auch. Der war falsch. So, dann so. Okay, das haben wir schon mal. Ist ja soweit stimmen, ne? Genau, jetzt brauche ich eine Truhe. Das ist echt. Hä? Oh, die Seite habe ich natürlich noch nicht verstärkt, ey. Glaub's nicht. Diese Bastarde. So, wo haben wir es? Da. Danke. Wo war ich jetzt dabei? Ich war am Bäume fällen. Ich hatte ja doch irgendwo bestimmt. Da. Ich hatte ja hier Samen bekommen. Eins. Zwei. Drei. Vier. So, dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt alles gemacht haben, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhe. Haut rein. Tschüss.